Diese transparente Fläche hier habe ich positioniert, um fiktive Sponsorenlogos darauf zu platzieren. Ich zoome mich zunächst mal sehr nah an diesen Bereich heran. Wechsle wieder durch Drücken der W-Taste in den Standardmodus, in den normalen Modus und kann dann mit dem Richtwerkzeug ausgerichtet an der linken unteren Kante dieses Rahmens hier mal einen Layout-Rahmen erstellen. Werdet ihn anschließend hier drin ohnehin mittig positionieren. Definiere die Breite mit 25 mm. Die Höhe versuche ich jetzt mal mit 30 mm und kann dann anschließend diesen Rahmen duplizieren. Am besten in diesem Fall, indem ich über das Menü Bearbeiten auf Duplizieren und versetzt einfügen gehe. Breite habe ich mit 25 mm, also dupliziere ich ihn mir um 30 mm auf der vertikalen Achse. Ja, hier 0 mm an für sich, hier wären es dann 30 mm. Und Duplikate brauche ich 2. Und das sieht man schon ganz ordentlich aus in der Vorschau. Die drei Rahmen sind jetzt ohnehin ausgewählt. Und ich kann sie jetzt zunächst mal miteinander gruppieren. Über das Menü Objekt gruppieren und anschließend zusätzlich die Fläche im Hintergrund auswählen und über die Steuerungspalette einstellen, dass die Rahmen zentriert sein sollen. Allerdings hat sich das jetzt auf der ganzen Arbeitsfläche, auf der Seite, zentriert ausgerichtet, und zwar weil hier eingestellt ist an Seite ausrichten. Ich stelle hier also um auf an Auswahl ausrichten, und wenn ich hier jetzt nochmal hier raufklicke, dann richten sich diese Rahmen hier an dieser transparenten Fläche aus. Bei gedrückter Shift-Taste kann ich die wieder deaktivieren und kann dann durch Drücken der Shift-Taste und der Pfeiltaste nach oben diese Rahmen etwas weiter rauf positionieren. Die Gruppierung kann ich nun eigentlich schon wieder aufheben. Das habe ich nur gebraucht, um die Bilder zu platzieren. Und nun kann ich aus der Mini-Bridge heraus die Logos, die ich platzieren möchte, hereinholen. Das sind diese drei Logos, die ich als fiktive Logos gebastelt habe. Alle drei wähle ich miteinander aus und kann dann anschließend diese an diese oder in diese Rahmen einfügen, indem ich einfach auf diese Rahmen dann draufklicke. Bei gedrückter Shift-Taste wähle ich wieder diese drei Rahmen aus und möchte nun den Inhalt so anpassen, dass er komplett sichtbar ist. Also wähle ich Inhalt proportional anpassen, also ohnehin quadratisch, kann dann einstellen, dass sich der Rahmen von der Größe her anpasst und bringe sie dann nochmal etwas weiter herunter. So sieht das Ganze jetzt ganz gut aus. Was ich jetzt hier noch haben möchte, ist eine Überschrift, und zwar soll hier herüber oder hier drüben in dieser transparenten Fläche drin stehen, Powered by, um Ihnen anzuzeigen, dass das die Sponsoren sind. Mit dem Textwerkzeug klicke ich mal hier herein und schreibe meinen Text hinein, wähle dann den ganzen Text aus als Schriftart, wie gehabt die Myriad Pro, verwende ich Bold Italic. Das Ganze etwas größer, verwende hier mal 18 Punkt, und dann möchte ich noch etwas Abstand haben von oben und von den Seiten, und dazu öffne ich über das Menü Objekt die Textrahmenoptionen, deaktiviere hier die Schaltfläche für die Abstände und kann dann oben einen Abstand definieren von 2 mm vielleicht und linker Abstand ebenfalls 2 mm oder 1,5 mm und dafür etwas weiter runter. Etwas rauf. Und so lasse ich das im Moment einmal. Als Farbe für diesen Text möchte ich Papier verwenden, und damit er aber hervorsticht, etwas auf diesem Hintergrund, möchte ich ihm einen Schatten geben. Dazu brauche ich wieder die Palette Effekte, und diesmal definiere ich hier, dass ich den Effekt für den Text anwenden möchte. Klicke hier also auf Text, gehe hier unten auf FX und definiere Schlagschatten. Durch die Vorschau sehe ich im Hintergrund gleich, wie das aussehen wird.
Ist mir der Abstand deutlich zu groß, reduziere ich einmal auf 1 mm, sieht ganz gut aus. Mit dem Übergriff mache ich den Schatten fetter, reduziere dann hier nochmal auf 0,5 mm, ein leichtes Rauschen hinzu. Und somit belasse ich das jetzt. Bestätige es mit OK und hätte hiermit diese Box hier mit diesen Sponsoren-Logos formatiert.